Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800. So, wir haben schon mal nebenbei ein wenig weiter gebastelt, wie ich es auch erwähnt habe. Wir sind natürlich noch nicht komplett fertig. Aber wir sind einen großen Schritt weiter und ich dachte mir, die letzten machen wir zumindest noch zusammen. Und danach können wir auch schon ausbauen, denn ich habe die Materialien soweit schon hergekarrt, die wir für die ersten Einwohner benötigen. So viel ist es jetzt nicht mehr. Versucht das immer so gerade wie möglich noch umzuziehen. Ey, Schiffchen, was machst du da? Einfach durch mein Bild geflogen. Wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Ich habe schon mal die restlichen Straßen hier rausnehmen, die brauchen wir ja gerade nicht. Hey, ich sagte Straßen rausnehmen. Damit wir genug Platz haben, um euch hier zu bauen. Dann ziehen wir es mal gerade rum. Die nehmen wir mal raus. Dann wird auch ein Schuh draus. Hoch. So, so und so. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. In bester Gesellschaft sind wir also. Das passt ja mal wieder. Ja, hier vielleicht nicht so, aber zumindest können wir es wieder gerade ziehen. Ja, was fehlt euch? Fehlt euch echt Kautschuk? Kautschuk, Teig. Oh, es bricht alles zusammen. Weil die Dampfwegen fehlen. Eieieiei. Shit. Warst du gerade da? Er legt gerade ab. Okay, er hat gerade eingekauft. Hochräder von Crown Falls auf 104. Das heißt, ich bringe hier schon die ganze Zeit meine Hochräder hin. Und sie sind dennoch leer. Oh, das wird knifflig. Schiff vom Stapel gelaufen. Das wird knifflig.
Was können wir hier tun? Ihr braucht Kautschuk. Irgendwie bricht mir gerade alles zusammen. Wie mache ich das denn? Alte Welt. Ich bringe ja hier Dampf wegen hin und her. Ich muss das mit Hochrädern aus Kap machen. 5, 6, 7. Acht, neun. Kap, alte Welt, hierhin, Hochräder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Muss ich das tauschen? Frachtschiff steht bereit. Weil es jetzt doch nicht ganz so schlimm, weil die Lager davon eh voll sind. Aber trotzdem. 9000. Fachwissen zu sichern. Hier ist es sicher, solange diese Faulpelze sie fest vertollen. So, dann fixt es es hoffentlich. Die muss ich hier alle irgendwie ausladen. Damit ich hier zumindest einkaufen kann. Oh Mann, habe ich hier was eingebrockt. Egal, wir müssen jetzt hier erstmal weitermachen. Das müssen wir noch fertig bekommen. Denn ich möchte es aber fertig kriegen. So eine Straße, die kann weg.
Wie machen wir das denn? Machen wir so. Wo sind wir denn fertig? Wir müssen gleich noch die Post verteilen. Du hast keinen Straßenanschluss leider. Deswegen musst du weichen. Wir sind durch. So, hier kriege ich schlecht Post runter, weil mal wieder alles zu gut gebaut ist. Also erstmal so und so. Da noch. Hier noch. So. Ach, shit. Flammen wurden gelöscht. Witzig, dass die Einwohner doch relativ stabil bleiben noch. Obwohl die Produktion gerade voll den Bach runtergeht. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. So, ich glaube, mehr bekomme ich hier nicht rein. Hier könnte ich vielleicht noch eine Straße rausnehmen, aber du hast direkt einen nebenan, also es würde sich überlappen. Okay, cool. Dann bauen wir die doch mal aus. Dann nehmen wir die überall hier raus. Schiff vom Stapel gelaufen. Und dann können wir hier überall einen Marktplatz reinsetzen und eine Schule. Das war keine Schule. Da, da. Gut, dann bauen wir die aus und die aus. Die bauen wir auch alle aus. Das Bankhaus kann ich auch ausbauen. Und dann gibt es einmal einen großen Lag. Oh. Shit. Ein neues Zwischenziel erreicht. So, hier fehlt dir eine Straße. Straßen checken, ganz wichtig. Wie wär's mit einem Kaffee?
Sie spielen schon seit 2 Jahren. Das muss raus. Kann ich da? Ne, kann ich nicht. Hier fehlt noch eine Straße. Okay, dich kann ich auch nicht. Ja, müsste ich jetzt eigentlich alle haben. Julio. Frachtschiff steht bereit. Und einhalten. So, hier können wir noch ausladen. Dass wir zumindest wieder was zum Einkaufen haben. Ey, das ist ja grauenhaft. Steht immer noch alles still. Die Formel ist unvollständig. Ja, weil wir keine Hochräder haben. Neue Befehle? Shit, ne? Hier bringe ich alle Hochräder weg. Aber ich bringe da auch welche hin. Zwar mit so vielen Schiffen. Das liegt nur daran, weil ich das hier angezapft habe. Das muss ich erst wieder einpendeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist irgendwo was kaputt? Da, weil du keine Straße hast. Huch. Willkommen in der Manufaktur. Ja, und ihr produziert schon, ne? Oh Gott, Kautschuk ist alle. Die geniale Erfindung ist vollendet. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Und das. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach du heilige Schande. Neue Befehle? Ja gut, aber das sind alles keine so wichtigen Oh Mann. Hier geht's immer noch gut hier. Ja, du bist noch voll. Hier ist das Lager auch wieder voll. Der Morris kommt gleich, dann ist Kautschuk gleich wieder voll. Wo ist ein Kautschuk? 2 Tonnen. 0 Tonnen. Und wo kriege ich den Kautschuk? Kautschuk. Auf 302. Hier. Das heißt, von hier kommt Kautschuk. Ja gut, aber hier ist es ja. Das passt ja soweit. Obwohl das gut leer pumpt. Hier ist das Problem. Aber hier kommt der Morris gleich an. Ja, beziehungsweise er legt gleich ab. Da brauchst du lange zum Handeln. Export, Export. Depot, Depot, Depot. Habe ich hier überhaupt? Ja gut, der braucht halt ewig zum Handeln hier. Ah, das ist Shit. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
Der blockiert halt alles. Der braucht gefühlt eine halbe Stunde zum Handeln. Neue Befehle? Mist. Mehr Druck im Kessel. Wobei ich hier das gerade sehe, wir können nebenbei natürlich noch wieder ein paar Items verteilen. Ich habe wieder welche gemacht. Also wenn ich da was sehe. Kann ich die da auch noch reinpumpen. Wie die hier zum Beispiel. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Ja. Ja gut, dann muss ich jetzt erstmal wieder einpendeln. Sieh an. Jetzt zeigst du mir dein wahres Gesicht. Mehr Druck im Kessel. Neue Befehle? Ach, da bist du ja wahnsinnig hier. Frachtschiff steht bereit. Du könntest auch noch neue Items haben. Zack, zack, zack. Mehr Druck im Kessel. Du auch. Du hast. Kiste unter Deck. Wie lange handelt er hier? 9 Minuten. Das ist ja auch übel. Frachtschiff steht bereit. Au. Ach, shit. Naja, nicht schlimm. Kiste unter Deck. Du bist schnell. Oh Gott, da kriegst du einen Rappel bei. Geh mal ein Stück nach vorn, bitte. Danke. Mehr Druck im Kessel. So, wir gehen erstmal wieder zurück und dann denke ich, wir können einmal komplett laggen lassen. Hallo? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Es fehlt echt Holz. Fehlende Ware, Öl. Ich glaube, es wird zu wenig produziert, weil wir zu... Oh, Eisen. Shit. Da war was. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Investoren 3. Schiff vom Stapel gelaufen. Und zwar dahin, dann können wir mit dem Eisen vielleicht noch so 2, 3 Dinge einkaufen. Ob es nun nach Gülle stinkt oder nach Schmiere, was macht das schon für einen Unterschied, solange ordentlich bezahlt wird? Ja! Entschuldigung. Bisschen lächerlich. Ja gut, das ist halt so ein Problem. Aber das lässt sich auch beheben. Oh shit, 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 shit. Was produziere ich hier? Was mir Kautschuk bringt? Aber sonst nichts frisst.
Fenster. Damit wir übergangsweise wieder das Kautschuklager vollkriegen und sich das wieder einpendelt. Sonst bricht mir das jetzt zusammen. Aber es sieht sonst sehr gut aus hier. Die Einwohnerzahl sinken. Tja, wir müssen auf den Morris warten. Hat sich hier wenigstens wieder eingependelt an der Insel? Wo ist sie denn? Da. Er hat es. Wo ist denn hier der Kautschuk? Ist schwer leer. Hier ist das Lager voll. Das ist gut. Und hier warten die Schiffe. Ach du Schande. Ach du Schande. Neue Befehle? Kiste unter Deck. Kann ich nicht hier noch? Ich meine, gut, dass sie warten, dann kann ich sie einfach mal durchklicken. Das pendelt sich ja irgendwie ja doch wieder ein. Ich glaube, den Hafen muss ich hier noch ein bisschen überarbeiten. Bin froh, dass es hier nicht mehr staut. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das muss ich trotzdem wieder ein bisschen regulieren. Wie sieht es denn hier aus? Wann kommst du? In 36 Sekunden, das ist gut. Kannst du nämlich für Fenster alles einkaufen. Du hast bestimmt auch wieder dein Lager ein bisschen befüllt. Das ist sehr gut. Du bist komplett leer gelaufen. Schade eigentlich. Es funktioniert. So, wir können schon mal weitergehen. Wir haben es geschafft. Und die nächsten Einwohner ranholen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Man bin ich froh, wenn wir hier auch Ingenieure sind. Einmal ein schönes Bildchen machen. Die Postkartenansicht. Zack. Gut, hier muss ich warten, bis die Bretter nicht da sind. Aber dass mir das so zusammenbricht, ne? Hätte ich niemals mitgerechnet. Und so schnell eigentlich auch.
So, eigentlich müsste es jetzt hier wieder laufen, ne? Er handelt noch. Also nicht komplett, aber ich baue zumindest wieder... Ich baue das zumindest wieder auf. Aber gut, das muss ich jetzt erstmal einpendeln, das kriegen wir noch hin. Und zum nächsten Mal sollte es eigentlich wieder passen. Ich würde sagen, bis hierhin. Danke fürs Zusehen. Wir bauen noch weiter die Einwohner nebenbei aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.